Seufzen, Tobruk, voller Angst und Sorgen im Schutz der Dunkelheit. Kann nicht schlafen. Tommy, erzähl mir nochmal von Konstantinopel. Konstantinopel? Ja, ich kannte Didis Vater. Er war schneidig. Alle Jungens respektierten ihn. Wir flogen gemeinsam im Marinesperrfeuer von Konstantinopel, der Schlacht von Gallipoli 1915. Wir waren in verschiedenen Staffeln. Aber wer flog, kannte Lieutenant Guillaume Verbeck. Ich war damals noch jung. Es war mein dritter Kampfflug oder so. Dein Vater war für die Jungs ein Held, ein mehrfach ausgezeichneter Flieger mit einem Dutzend Abschüsse. Vor Konstantinopel wurde er mindestens dreimal geschossen. Yo, hallo liebe Freunde, zurück bei Let's Play. Das dachte er auch. Wie heißt das? Air Conflict Secret Wars mit mir im Partizan-LP. Bei unserem ersten Auftrag sollten wir Artilleriestellungen finden. Aha, okay. Orte das. Ja, das mache ich gerne. Da muss ich eh nur dahin fliegen. Ich habe immer versucht, alles am Boden zu vergessen. Wir erspähten die von den Generälen ausgewählten Angriffsziele. Sie standen unter Beschuss und die Männer da unten machten ihren Job und hofften. Wir sahen sie nie, hatten nur unsere Pilotensicht auf den Krieg, der unter uns wütete. Wir waren weit weg. Wir zeigten mit dem Finger und die Menschen starrten. Dein Vater, Guillaume Derbeck, muss ähnliche Gedanken gehabt haben. Gedanken an die, die er tötete. Er stürzte sich in Luftkämpfe und manchmal schoss er den Feind ab. Aber sein Herz war nicht bei der Sache. Er tat, was er tun musste. Als die Bodenziele nur noch Schutt und Asche waren, suchten wir die Strände nach dem geeigneten Landeplatz für die Ansags ab. Oh ja, holt die Ossis her! So. Aha, okay, das ist aber in die Richtung. Oh, ich werde auch die ganze Zeit getroffen. Das gefällt mir gar nicht in meiner Camel. Einer meiner Lieblingsflugzeuge überhaupt im Ersten Weltkrieg. Neben der Fokker DA1. Worum ging es? Ich meine Konstantinopel. Worum? Darum, die Türkei aus dem Krieg zu drängen. Wenn wir Konstantinopel eingenommen hätten, wäre vielleicht alles anders gekommen. Aber es lief nicht wie geplant. Ach, jetzt müssen wir in die Richtung. Wir dürfen ununterbrochen... hier durch. Das ist halt... So, jetzt schieße ich da aber auch mal was ab, wenn es geht. Dass ich wenigstens nicht von allem getroffen werde, aber ich werd's halt. Ja, immer werde ich gleich aufs Korn genommen. Die Mission lief auch nicht gerade nach Plan. Wir mussten einiges einstecken. An diesem Tag starben viele Männer. Etwa eine Viertelmillion auf beiden Seiten während der Dardanellen-Kampagne. Ja, der schreckliche Krieg halt. Krieg ist nie was Gutes. Tja, ein Flugzeug weniger. Wir hatten den dritten Wegpunkt am Strand erreicht, als ich es sah. Während er mit der Flak spielte, verlor Guillaume ein Triebwerk und stürzte auf das Meer zu. Ich konnte ihn nicht hören, aber ich wusste, dass er schrie, was er immer schrie, wenn er Whisky trank oder sein Flugzeug getroffen wurde. Feind in Sicht. Ab in die See. Du kennst den Spruch. Ich kenne den Spruch. Ich habe mir auch am Anfang gedacht, dass ich vielleicht der Vater bin. Ne? Okay, wir sehen uns dann gleich. Das könnt ihr ja durchlesen. Da bin ich wieder. So, in Baku sind wir jetzt. Morozov war ein Gangster, ein Tyrann und ein Verbrecher. Clive hat vor dem Krieg mit ihm zusammengearbeitet und ihm nicht vertraut. Wenn wir die Wahl gehabt hätten, hätte ich auch lieber mit einem ehrbaren Ganoven wie Ahmed zusammengearbeitet. Leider hat man im Leben nicht immer die Wahl. Morozov brauchte Piloten, die die Drecksarbeit für ihn erledigen. Und wir brauchten für diesen Auftrag keine offizielle Genehmigung. Im Gegensatz zu McIntyre mit seinem adretten Schnurrbart und der gebügelten Uniform ist mir Morozov nicht mit Arroganz oder Verachtung gegenübergetreten.
Er hat nicht in Geheimsprache oder militärischen Euphemismen gesprochen. Er hat klipp und klar gesagt, dass wir die Kriegssituation ausnutzen und dafür bezahlt werden. Zumindest kann man ihm nicht vorwerfen, dass er einen Hehl aus der Sache gemacht hat. Morozov war eindeutig ein Verbrecher. Aber ich dachte, dass uns seine Liebe zum Geld schützen wird. Wie es aussieht, war er jedoch an etwas viel Größerem interessiert. Und seine Gier hat uns in viel größere Gefahr gebracht, als ich angenommen hatte. So, kriminelle Aktivität. Beweise dich gegenüber Morozov, indem du vertrauliche Dokumente in Baku abholst und zu einem geheimen Lager im Landesinneren bringst. Achte darauf, dass du nicht von der russischen Luftwaffe gesehen wirst. Bleibe auf geringer Höhe und halte deine Instrumente im Blick. Also, wir sehen uns dann im nächsten... nicht im nächsten Part, jetzt gleich dann. Ich habe mich für die Spitfire wieder entschieden, weil sie zwar nicht so agil ist wie unser russisches Gegenstück, aber mehr aushält, bisschen mehr einsteckt. Ich brauche einen Schluck Getränk, wartet kurz. Energy Drink. Morozovs Mann wartet in der Nähe von Baku an einem gekennzeichneten Landepunkt. Du verschwendest dein Talent mit diesem Botendienst. Wir sind doch nicht die Post. Das ist ein Test, Tommy. Er will herausfinden, ob er uns vertrauen kann. Ich wette, der Austauschpunkt wird ebenfalls kontrolliert. Er will meine Nerven testen. Okay. Genau wie ich geahnt habe, Tommy. Eine russische Patrouille. Ich will diese Kerle nicht abschießen müssen. Konzentrier dich, Didi. Entweder sie oder du. Das ist eine leichte Wahl. Es ist mir lieber, wenn sie gar nicht merken, dass ich hier bin. Ja, lassen wir sie mal vorbeifliegen. Ah, verdammt. Verdammt, sie haben dich entdeckt, Didi. Du solltest... Ja, weil sie auf einmal eine... Ach so, Mission fehlgeschlagen. Okay. Morozovs Mann wartet in der Nähe von Baku an einem gekennzeichneten... Ich darf überhaupt nicht entdeckt werden in diesem Part. Wir sind doch nicht die Post. Das ist ein Test, Tommy. Er will herausfinden, ob er uns vertrauen kann. Ich wette, der Austauschpunkt wird ebenfalls kontrolliert. Er will meine Nerven testen. Genau wie ich geahnt habe, Tommy. Eine russische Patrouille. Ich will diese Kerle nicht abschießen müssen. Konzentrier dich, Didi. Entweder sie oder du. Das ist eine leichte Wahl. Es ist mir lieber, wenn sie gar nicht merken, dass ich hier bin. Ja, er macht jetzt diese blöde Kurve, glaube ich. Ah, ich muss weiter runter. War das gut? Komm. Ah. Ich sehe den Kontakt. Ich gehe runter. Oh. Hallo, ich bin gelandet. Hey, ich dachte, ich muss landen. Ich bin ja extra darunter, aber ich weiß wenigstens, wie ich hin muss. In der Nähe von Baku, an einem gekennzeichneten Landepunkt. Du verschwendest dein Talent mit diesem Botendienst. Wir sind doch nicht die Post. Das ist ein Test, Tommy. Er will herausfinden, ob er uns vertrauen kann. Ich wette, der Austauschpunkt wird ebenfalls kontrolliert. Er will meine Nerven testen. Naja, fliegt da einfach vorbei. Eine russische Patrouille. Ich will diese Kerle nicht abschießen müssen. Konzentrier dich, Didi. Entweder sie oder du. Das ist eine leichte Wahl. Oh ja. Es ist mir lieber, wenn sie gar nicht merken, dass ich hier bin. Ja, warum darf ich die auch nicht abschießen? Dann würden sie die Dokumente niemals finden. So. Jetzt fliegen wir das halt ein bisschen besser an. Ich sehe den Kontakt. Ich gehe runter. So. Bring die Dokumente ins Lager. Wird auch eine interessante Aufgabe. Fliege ins Landesinnere und direkt zum Zielort. Damit sollten wir die Patrouillen umgehen.
Ja, ich bleib so tief wie möglich unten. Oh, einer hat umgedreht. Oh, okay. Sieht gut aus. War zwar jetzt nicht so schwer, wie wir gedacht hätten, oder Leute? So, abbremsen. Gut, das wäre erledigt. Vielleicht vertraut Morozov mir nun ein größeres Projekt an. Na, hoffentlich. Ich will nicht abwarten, was passiert. Komm nach Hause, Didi. Mission erfüllt. Die Missionen sind halt sehr, sehr kurz, aber wir sehen uns dann gleich wieder. Da bin ich wieder. Morozov hat mir ein kleines Vermögen für die Zerstörung einer staatlich kontrollierten Fabrik in Aserbaidschan angeboten. Das Gebiet ist von 3 Wachtürmen umstellt. Das Gelingen der Mission hängt von ihrer Zerstörung ab, besonders wenn du am Leben bleiben willst. Also wir sehen uns dann im Cockpit wieder. Und wieder fliegen wir in der Spitfire. Die Auswahl wurde nicht viel größer von den Flugzeugen besetzt. Mit der Camel will ich da nicht unbedingt fliegen. Die Fabrik gehört den Russen und ich weiß, dass du nicht darauf versessen bist, die Rote Armee auf dich aufmerksam zu machen. Es ist ein militärisches Ziel, Tommy. Außerdem ist es unsere Chance, gutes Geld zu verdienen und mit diesem Krieg abzuschließen. Ein paar Bomben und unsere Sorgen haben ein Ende. Denk dran, du musst die 3 Wachtürme ausschalten, wenn du heil aus der Sache rauskommen willst. Ich markiere sie für dich. Okay. Wow. Das war knapp. Ich werde auch ordentlich getroffen, aber Spitfire, die steckt ihm was ein. Yes. Du hast den ersten Turm unschädlich gemacht. Saubere Arbeit. Na, ich hab den unschädlich gemacht. Tommy, was war das? Keine Ahnung, muss eine Art Störung gewesen sein. Flieg weiter. Ja, wahrscheinlich werden sie den Funkverkehr da beenden. Ja, wo ist der letzte Turm? Hallo? Ach, da hinten. Danke. Radar. Das ist die zweite Anlage. Eine noch. Tommy? Nightdown. Hörst du mich? So, ein Treffer. Und der zweite. Und jetzt die Fabrikanlage. Das mit dem Funk tut mir leid. Wer auch immer Night Owl ist, sie wird uns nicht mehr belästigen. Ich muss einen kühlen Kopf bewahren, Tommy. Das ist ernst. Ja, ich glaube, die Night Owl, die werden wir nochmal treffen. Irgendwie habe ich da das Gefühl. So, die Fabrik, okay, hat 4 Hauptpunkte, die wir bombardieren müssen. Und ein paar Flak stehen darum. Ah, jetzt sind sie aus der Sichtweite. Da ist sie. Das ist deine letzte Chance, einen Rückzieher zu machen, Didi. Ah, das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich will mit diesem Krieg abschließen. Ich bin es leid, neue Rekruten auf ihrem ersten Kampfflug abzuschießen. Ich habe keine Lust zu leben, während um mich herum jeder stirbt. Ich kann diesen Mist, den sie in Dosen verkaufen und Fleisch nennen, nicht mehr sehen. Ich will diesen Krieg überleben, Tommy. Ich will nicht wie mein Vater sterben. Lieber als Schurke leben, denn als Held zu sterben. Gute Einstellung. Gute Einstellung, junges Fräulein. So, sind immer noch... Muss immer noch was treffen. Und ich werde im nächsten Part dann die Schwierigkeit hochstellen, weil mein Flugzeug... Obwohl ich die drittschwierigste... Stufe eingestellt habe, hält mein Flugzeug so extrem viel aus. Es hat ja jetzt erst jetzt ein paar Beulen, obwohl ich 1000-mal getroffen wurde.
Und jetzt nur noch ein Gebäude. Dann haben wir die russische Fabrik, das Militärgebäude. Eigentlich ein Verbündeter, die Russen. Zerstört. Genau so ist es nämlich. Es ist erledigt, Tommy. Die Russen haben eine Waffenfabrik weniger. Und ich habe eine dickere Brieftasche. Du musst am Leben bleiben, wenn du deinen Lohn in Empfang nehmen willst. Flieg zum markierten Punkt und sieh zu, dass dich niemand sieht. Muss ich jetzt unentdeckt bleiben? Haben sie mich gesehen oder haben sie mich nicht gesehen? Ich glaube, ich bin relativ unentdeckt geblieben. Yes! Oh, das ist ein geiles Flugzeug. Hell yeah! So, wir können jetzt eine Fähigkeit wieder aussuchen. Nehmen wir Agilität. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Nämlich im nächsten Part entloden werden. Ich sag wie immer, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Patian LP. Tschü, Leute.